Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einem neuen Video Tischtennis bei Daniel Porten. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich spiele gegen Lee Gocki, ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben zu dem Zeitpunkt so circa genau die gleichen Punkte. Und ich habe noch nie gegen jemanden gespielt, der so sicher, so präzise immer auf den Tisch zurückspielt. Ich möchte meinen, ich habe harte und gut platzierte Topspins auch in diesem Spiel gespielt, aber mein Kontrahent weiß es, die zu retournieren, sodass dass mir wirklich irgendwann die Kraft ausging. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ich war an dem Tag ja nicht ganz so fit. Jetzt, wo ich das Video geschnitten habe, bin ich immer noch etwas K.O. Das soll wie immer keine Ausrede sein, aber manchmal gibt es ja so Momente, wo man einfach nicht fit ist und trotzdem irgendwie spielt. Und das war das letzte Spiel der Saison. Du kannst dich auf ein sehr, sehr schönes Spiel freuen, sehr gute Ballwechsel, mit einem spannenden Ende und kannst ja mal, also ich bin wirklich gespannt, was du unter die Kommentare schreibst, wie ich anders hätte spielen sollen. Ist wirklich sehr spannend. Aber jetzt guck dir erstmal den ersten Satz an. Schön, dass du wie immer mit dabei bist. Ja, den Satz konnte ich durch einen Aufschlagfehler knapp für mich entscheiden. Ich kann mit meinem Kontrahenten mitfühlen, weil es mir auch schon mal passiert, einen Satz zu verlieren mit einem Aufschlagfehler. Nun ja, also man merkt an meiner Körpersprache so ein bisschen, ich bin nicht ganz fit. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass die Saison oder die Hinserie dann vorbei ist. Ich habe mich da wirklich schwer getan in dem Spiel und gleichzeitig ist es einfach schwierig, durch diese Abwehr durchzukommen, ne? Mit gleichzeitigem aktiven Topspin-Spiel dann noch ab und zu, da konnte ich mich gar nicht dran gewöhnen. Ich bin mal gespannt, wie du den zweiten Satz empfindest und kannst gerne wie immer nach jedem Satz was dazu schreiben oder ganz am Ende ein Resümee ziehen. Vielen Dank dafür.
Ja, Satz geht weg mit 7-11. Frage, was habe ich anders gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Oder hat mein Kontrahent vielleicht ein bisschen aktiver gespielt und mich zu Fehlern gezwungen? Wie ist da dein Eindruck? Ja, der nächste Satz geht an mich. Wirklich spannende Rallyes. Ich habe jetzt versucht, in dem Satz wieder den ersten Ball mit Spin auf dem Tisch. Weiß ja, dass mein Kontrahent ein bisschen nach hinten geht und dann über die Ecken irgendwann einen festen Topspin zu spielen. Und zwar nicht auf Teufel komm raus, volle Pulle, sondern einfach weiter den Ball auf den Tisch halten und irgendwann halt den Endschlag machen. Das ist mir in dem Satz, glaube ich, ganz gut gelungen. Thank you.
Ja, hier entschuldigt sich mein Gegner und ich bin so ein bisschen verwirrt. Der war doch nicht drauf, weil der ist nach unten weggesprungen. Dann sagt unsere Nummer 1, Kasim, auch, hey, der muss nach oben wegspringen, hin und her, hoch und runter. Ja, wie ist deine Einschätzung? Ne? Also ich habe den ganz klar unten weggesehen, aber kannst ja selber gerne nochmal zurückspulen oder hier nochmal gucken. Also wir haben dann den Punkt am Ende für mich gegeben, glaube ich, war schon richtig. Wie ist deine Einschätzung dazu? Ja, du siehst, wenn ich passiv spiele und nur so blocke, das hilft auch nicht. Ne? Komischerweise sind in den Topspins gar nicht so viel Spin drin. Das heißt, ich habe die manchmal wirklich einfach ins Netz geblockt. Hätte ich auch immer gut gegenziehen können. Aber ich glaube, das will mein Gegner ja, weil lebt natürlich davon, dass man selber eigene Fehler macht, weil er ist ja super sicher. Also hast du schon mal einen Gegner gegen jemanden gespielt, der so sicher den Ball wieder zurückbringt? Und glaub mal, meine Topspins sind wirklich gut platziert, haben eine gute Länge, sind schnell, sind feste. Das ist wirklich nicht einfach. Also Hut ab, wirklich hier die Bälle so gut zu retournieren. Yeah.
Ja, mit einem guten alten Schupfball den Satz gewonnen. Also ich bin wirklich sehr erleichtert. Was sagst du zum Spiel? Und wie immer gilt, danke fürs Zuschauen.